Konnte denn in dieser Gasse ein Feuer ausbrechen, Sam? So ein Feuer kann durch die Sonnenstrahlen ausgelöst werden, besonders wenn sie durch Glas oder auch Plastik hindurchscheinen. Und besonders an heißen Tagen wie diesen. Ja, mir ist auch schon ganz heiß. Kannst du nicht mal den Schlauch kurz auf mich richten? Ich habe eine bessere Idee, wie wir uns abkühlen können. Einen schönen Eistee. Ich hole uns schnell welchen aus Dilles Supermarkt. Oh, ich bin heute guter Laune. Heute. Norman! Oh. Gut, dass ich gerade in der Nähe war. Alles klar, Trevor? Das war wirklich knapp, Norman. Es ist sehr gefährlich, im Straßenverkehr Kopfhörer zu tragen. So hörst du die Autos nicht kommen. Entschuldige, Sam. Ich habe nur meinen neuen MP3-Player hier ausprobiert. Den habe ich von meiner Mom zum Geburtstag bekommen. Schrei nicht so laut, Norman. Entschuldigung. Das ist ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk, Norman. Aber auf der Straße solltest du die Kopfhörer nicht tragen. Aber... Norman! Hä? Hi, Mandy. Da bist du ja. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für dich. In echt? Wo ist es denn? Drin, bei deiner Mom. Oh, komm mit! Die Jugend von heute. Mom, wo ist mein Geschenk? Hast du das Musikdingens etwa schon verloren? Noch nicht das Geburtstagsgeschenk von dir, das Geburtstagsgeschenk von Mandy. Oh, richtig. Bitte schön. Herzlichen Glückwunsch. Ein Flugzeug, cool. Das ist ja ganz kaputt. Nein, du musst es nur selbst zusammenbauen. Mein Dad hatte die Idee. Hier, das ist die Anleitung. Man klebt es zusammen, bemalt es und schon hat man ein Flugzeug. Ich werde sofort mit dem Basteln anfangen. Hey, warte! Sag schön Danke zu Mandy! Schön Danke zu Mandy. Norman, du hast deinen neuen M3P-Spieler hier vergessen. Diese Teile sind viel zu klein für mich. Ich brauche ein Vergrößerungsglas, um sie richtig zu sehen. Hier. Das sieht ja cool aus. Schau dir nur die Motoren an. Oh, wo das Teil hier wohl hingehört? Schau doch in der Anleitung nach, Norman. Die brauche ich nicht. Ich schaffe das auch ohne Anleitung, Mandy. Ich friere nicht. Ich friere nicht. Mike wird die Heizung später reparieren. Bis dahin müssen wir uns mit diesem Elektroofen begnügen. Danke, mir ist eiskalt. Aber du darfst auf keinen Fall etwas auf den Elektroofen drauflegen. Auch keine Geschirrtücher. So können Brände entstehen. Wo sind Sarah und James? Oh, die sind irgendwo draußen und spielen. Oh, hoffentlich sind sie warm eingepackt. Hör doch mal, Sarah, war das da nicht eben ein Baby? Was redest du denn da? Das war doch kein Baby. Aber ich hab's doch gehört. Siehst du? Da war's schon wieder. Hm? Hallo, Norman. Was ist das denn? Wooly hat ein Lämpchen. James dachte, dass hier ein Baby weint. Gar nicht. Und du dachtest das auch. Du solltest uns nicht solche Streiche spielen, Norman. Das ist gar nicht witzig. Ich habe doch gar nichts getan. Aber lustig ist es schon. Hey, Norman, darf ich mir dein Lämpchen mal ausleihen? Na klar, aber wofür? Ich will so tun, als ob es in echt ein Baby ist und damit Leute reinlegen. Deine Schwester hat es ja faustdick hinter den Ohren. Komm mit, Norman. Wir suchen uns jetzt was Spannendes als dieses doofe Babyspiel. Heute ist Väterchen Frost aber mal wieder ganz besonders frostig. Was, Sam? Machen Sie es doch einfach wie ich, Sir. Immer schön in Bewegung bleiben. Dann friert man auch nicht. Nicht jeder hat so unglaublich viel Energie wie du, Penny.
Ich bin vielleicht ein paar Jährchen älter als ihr, aber ich habe immer noch jede Menge Schwung in den Knochen. So habe ich das doch nicht gemeint, Sir. Ich meinte... Spar dir deine Worte, Sam. Ich sage dir, ich bin so fit wie ein Langstreckenläufer. Sieht aus, als wären wir hier ganz für uns, Lämpchen. Das macht meine kleine Überraschung nachher umso größer, weißt du? Die Heizung ist zwar alt, aber bisher hatten wir noch nie Probleme damit. Keine Sorge, Gwendolyn, den bringe ich schnell wieder auf Vordermann. Sonst will ich nicht Mike die Trommelmaschine flatt heißen. Ha, 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 ha. Oh nein. Feuerwerkskörper? Wo hast du die denn gefunden, Mandy? Werkstatt. Die finde ich am tollsten. Hey, nicht anfassen, Norman. Das ist kein Spielzeug, hast du gehört? Ah, ich erinnere mich. Als wir das Feuerwerk abbrennen wollten, hat es geregnet. Könnten wir es nicht heute abbrennen? Oh, bitte. Nur ein paar Raketen. Ach, na gut. Wieso nicht? Ja. Lad die Zwillinge ein und Sam. Es ist sicherer, bei einem Feuerwerk einen Feuerwehrmann dabei zu haben. Oh, danke, Dad. Du bist der Beste. Die Zeit vergeht heute gar nicht. So ruhig ist es selten bei uns. Das ist doch hervorragend. Bei keinem Bewohner von Pontypenny liegt ein Notfall vor. Wahrscheinlich haben Sie alle unsere Merkblätter mit den Sicherheitstipps gelesen. Ach, wenn das so weitergeht, verlernen wir noch alles, was? Dann könnte ich zum Zirkus gehen, als Jongleur. Hey, nein, oh je. Vielleicht doch nicht zum Zirkus? Hey! Stellt euch vor! Wir veranstalten eine... Norman Price, weißt du eigentlich, wie lange ich für dieses Kartenhaus gebraucht habe? Da kann ich doch nichts dafür. Lasst uns rausgehen, hä? Ihr veranstaltet eine Feuerwerksparty? Klar würde ich gern kommen, aber ich kann leider nicht. Ich habe Dienst. Oh. Aber für ein Feuerwerk solltet ihr vorher meine Sicherheitstipps lesen. Moment. Wenn ihr euch an die Ratschläge haltet, dann wird die Party ein Knaller. Feuerwerkskörper niemals im eigenen Garten abbrennen, sondern nur an feuerwerksgeprüften und ausdrücklich genehmigten Orten. Aber wo sollen denn hier feuerwerksgeprüfte Orte sein? Ich kenne jedenfalls keinen. Ich leider auch nicht. Puh. Ich glaube, Dad muss das gar nicht lesen. Der kennt sich mit Sicherheitsfragen gut genug aus. Reden tut er ja oft genug darüber. Da hast du recht, Mandy. Oh, bitte, Mom. Mom, dürfen wir bitte. Doch ganz brav. Na gut, von mir aus. Hurra! Danke, Mom, danke. Ich bin eine Rakete. Nicht so wild, Norman. Du erschreckst Tiger. Hey! Jetzt bin ich ein Feuerrad. Wartet, passt mal auf. Mandy! Oh, entschuldige. Ich habe nur Knallfrosch gespielt. Oh, vielen Dank, Sam. Mit einem richtigen Feuermelder fühle ich mich gleich viel sicherer. Kein Problem, Dillis. Noch ein kurzer Test, dann kann nichts mehr schiefgehen. Norman, wie oft muss ich es noch sagen? Fußball wird nur draußen gespielt. Geht nicht. Da draußen ist es viel zu windig, Mom. Sam, Hilfe! Feuer! Feuer! Ganz ruhig, Dillis. Ich teste doch nur den Feuermelder. Oh. Wenn Feuer ausbricht, zerschlägt man das Glas da mit dem Hammer. Aber nur, wenn es wirklich brennt. Norman, jetzt aber raus! Los! Och, dieser Ball wird uns sicher noch Ärger machen, das hab ich so im Gefühl. Hm. Och, draußen ist es immer noch zu windig zum Ballspielen. Norman Price zieht am Verteidiger vorbei. Oh, und er täuscht den Mittelfeldspieler mit einem gekonnten Manöver und er schießt!
Oh je. Oh, Feuer in Dilles Supermarkt. Oh. Feuer im Sparpreis-Supermarkt, Sam. Beeilt euch! Schnell, Elvis. Anschneiden? Schnell weg. Ganz ruhig, Dilles. Oh, er ging auf einmal los, ganz von selbst. Ich sehe gar keinen Rauch. Und verbrannt riecht's auch nicht. Erst mal den Alarm abstellen. Hm. Ich bin zwar kein Detektiv, aber der Feuermelder ist sicher nicht von allein angegangen. Oh, das war Norman! Oh, dieser Bengel! Da kommt Tom! Hallo, ihr beiden! Was ist denn hier passiert, Leute? Ich denke, das werden die Möwen gewesen sein. Vielleicht hatten sie ja Hunger. Es könnte auch ein Fuchs gewesen sein. Ich habe gerade einen bei der Bergwacht gesehen. Oh, ich liebe Füchse. Die sind so, naja, fuchsig. Die gute Gwendolyn ist einfach verrückt nach Tieren. Aber das ist doch schön. Mir geht's auch so. Nach so einem Morgen freue ich mich wie wahnsinnig aufs Mittagessen, Sam. Allerdings, Elvis. Und wusstest du, dass gleich nach dem Frühstück das Mittagessen das Schönste für mich ist? Geht mir genauso. Habe ich Hunger. Hey, das ist Hauptfeuerwehrmanns Stil. Was macht er da? Er sucht mit dem Metalldetektor nach vergrabenen Münzen, glaube ich. Er kann ganz viele Münzen von mir kriegen, aus meiner Spardose. Ach, diese Münzen sind viele hundert Jahre alt und sehr wertvoll, Elvis. Er kommt jede Mittagspause hierher. Na, endlich. Na, das schaue ich mir mal genauer an. Oh, was haben wir denn da? Wundervoll. Und? Was gefunden, Sir? Ach, wer weiß. Schon fort. Entschuldigung. Fahren Sie mit zurück zur Wache zum Mittagessen? Ach, nein, danke, Quiddlington. Ich brauche einen Mittagstrost. Heute helfen nur Pommes mit Mayo. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mom. Die magst du doch nicht, wahr? Ich mag sie nicht. Nein, ich liebe sie. Sie passt richtig gut zu dem handgestrickten Pullover von Dad, finde ich. Oh, und ich dachte immer, du wärst auf dem Boot und würdest deine Fischernetze in Ordnung bringen. Jetzt du, James. Zeig sie schon, deine Karte. Welche Karte? Ich würde Mom doch nie eine langweilige alte Karte schenken. Du kriegst was ganz Besonderes. Wie von Sarah und Dad, genauso schön. Was ganz Besonderes. Ich muss jetzt aber langsam aufs Boot, Schatz. Die Fische fangen sich nicht von allein. Ich muss auch ganz schnell los, Mom. Ich muss dir ja dein ganz besonderes Geschenk bringen. Oh, ich bin ja so eine glückliche Mom. Was kann ich Mom bloß schenken? Ich bin leider nicht so gut im Basteln wie Dad und Sarah. Oh, sieh an, James! Verzeihung, Hauptfeuerwehrmann-Stil. Was ist das? Oh, mein Metalldetektor. Damit suche ich im Boden nach wertvollen Münzen. Sagten Sie gerade wertvolle Münzen? Ja, irgendwo in Pontypendi wartet ein Schatz aus uralten Münzen seit langer Zeit darauf, geborgen zu werden. Ich wette, die Münzen geben ein ganz besonderes Geschenk für jemanden ab, nicht wahr? Kann ich den ausleihen? Ich passe auch auf. Bitte! Du kannst es ja mal versuchen, während ich zu Mittag esse. Halte dich aber fern von den Klippen. Dort ist es sehr gefährlich. Ist gut, mache ich. Das tut mir wirklich leid. Durch mich hat Hauptfeuerwehrmann Steele diese Münze verloren. Wir wissen gar nicht, ob es eine Münze war, Elvis. Sobald das Wetter wieder besser ist, müssen wir die brüchigen Wege ausbessern, damit niemand abrutscht. Aber bis dahin müssen wir Warnschilder aufstellen. Hörst du das? Was ist das? Ein kleiner Vogel.
Armer Piepmann. Er hat sich in dem Draht verfangen und ist halb verhungert. Wir sollten ihn lieber in die Bergwacht bringen. Gute Idee, Sam. Und zwar schnell, bevor der Regen einsetzt. Und? Kannst du irgendwas sehen? Oh, Regen, Regen, Regen. Wie sollen wir jemals den seltenen Bergadler entdecken, wenn die Sonne gar nicht mehr scheint? Gibt es in unserer Gegend überhaupt Bergadler? Aber klar doch. Hast du das Bild in der Zeitung nicht gesehen? Das war oben in den Highlands. Die Highlands sind gar nicht so weit weg. Und der Bergadler hat so große Flügel, mit denen er herfliegen könnte. Wenn die Sonne wieder scheint, werden Mandy und ich ganz sicher einen finden. Viel Glück! Ja! Norman? Norman! Norman Price, stell sofort das Ding aus! Du weißt doch, was ich für empfindliche Ohren habe! Und wie sieht überhaupt dein Zimmer aus? Räum doch bitte auf! Geht nicht! Mandy und ich wollen einen Bergadler finden. Das sind nämlich ganz coole Vögel. Bis später! Wenn man Vögel entdecken will, darf man nicht so viel Lärm machen. Hallo, ist Mandy. Hi, Norman. Bis später. Und los geht's. Na, ihr beiden, was macht ihr denn so früh hier oben? Wir wollen heute einen Bergadler finden. Seine Flügel sind so groß. Ja, genau. Das klingt ja wirklich spannend. Aber versprecht mir, vorsichtig zu sein. Einige Wege sind gesperrt, weil die Klippen brüchig sind. Also achtet auf die Warnschilder und befolgt sie auch. Machen wir. Vielleicht sollten wir Schnuffi mitnehmen. Schließlich ist er ein Rettungshund. Gute Idee, Mandy. Er wird gut auf euch aufpassen. Na komm! Psst, Schnuffi! Sonst verjagst du noch alle Bergadler, bevor Norman es tut. Hallo, Tom. Oh, hast du hier oben etwa eine Tierklinik eröffnet? Die Bergwacht ist eben nicht nur für Menschen gedacht. Aber unser Patient ist schon wieder gesund. Wird Zeit, wieder draußen rumzuflattern, was, Kleiner? Ganz schön windig heute. Glitzer, Glitzer, Christbaumschmuck, Weihnachten steht vor der Tür. Ja. Glitzer, Glitzer, schon geht sie auf, ja, und Pennylein ist hier. Oh, meiner toll! Tolle Idee, Penny. Ich wäre nie darauf gekommen, Hauptfeuerwehrmann-Stil zu schmücken. Ich auch nicht, Quidlington. Und gefällt's dir, Penny? Ja, sieht schon ganz gut aus. Ich habe noch mehr Lichterketten mitgebracht. Toll. Wollen wir Hauptfeuerwehrmann-Stil damit schmücken? Nein, Quidlington, das wollen wir ganz sicher nicht. War nur ein Witz, Sir. Dieses Jahr wird der Supermarkt die allerschönste Weihnachtsdekoration in ganz Ponty Pandy bekommen. Ich finde, wir sollten es mit der Dekoration nicht übertreiben. Ach, komm schon, Mom. Die hier brauchen wir unbedingt. Und die hier auch noch. Die blinken nämlich ganz lustig. Erstmal muss ich die hier entknoten, Norman. Und außerdem haben wir gar nicht genug Steckdosen. Och, bitte, Mom. Das wird bestimmt toll aussehen, wenn hier erstmal alles blinkt und leuchtet. Tada! Na, Sam, gefällt es dir? Mir gefällt nicht, dass alle Stecker in einer Steckdose stecken. Aber Sam, ich wollte die Küche auch fürs Weihnachtsfest schmücken. Gut und schön, aber doch nicht mit diesem alten Ding. So ein Stecker kann schnell überhitzen, besonders wenn man zu viel daran anschließt. Oh, ich wollte es hier doch nur ein klein wenig bunter machen. Das ist ja auch schön. Aber nimm ein Verlängerungskabel und steck die Lichterketten dort ein. Oh. So bunt hat es hier noch nie ausgesehen. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden, Norman Price.
komm schon, Mom. Das sind doch nur die Lichterketten. Wir brauchen noch jede Menge anderen Weihnachtsschmuck. Und zwar auf jeden Fall diesen Riesen-Weihnachtsmann. Norman Price, jetzt übertreib es bitte nicht. Wir haben ja nicht mal einen Garten, um ihn aufzustellen. Wir brauchen keinen Garten. Er kann auf dem Dach stehen, so als ob er den Schornstein runterrutschen will. Nein, Norman, nein. Das ist mein letztes Wort. Oh, okay, Mom. Wenn du willst, dass ich an Weihnachten traurig bin. Und hier eine Wetterwarnung von Radio. Was habe ich euch gesagt? Das ist viel besser, als immer nur drin zu hocken. Und Tiger hat wohl auch Lust auf einen Spaziergang. Hör auf, uns nachzulaufen, Tiger. Husch, na los, lauf jetzt heim. Hier draußen könnte er sich ganz leicht verlaufen. Aber Tiger hat einen ausgezeichneten Orientierungssinn, Sarah. Der verläuft sich schon nicht. Wie weit müssen wir denn noch gehen, bis wir da sind? Wir sind kurz vorm Ziel, James. Da ist er. Der alte Brunnen. Wow! Hallo, ist jemand zu Hause? Er ist zwar ausgetrocknet, aber seine magischen Kräfte hat er immer noch. Wenn ihr eine Münze hineinwerft, dann wird der Brunnen euch einen Wunsch erfüllen. Ach Unsinn, wie soll denn ein Brunnen einen Wunsch erfüllen? Also ich glaube jedenfalls daran. Und vielleicht erfüllt sich euer Wunsch ja auch, wenn ihr ganz fest daran glaubt. Hier, bitte. Eine Münze für dich und eine Münze für dich. Lass das! Oh, Tiger. Ich wünschte, er würde endlich aufhören, Vögel zu jagen. Ich wünsche mir, dass Tiger endlich damit aufhört, andauernd arme, hilflose Vögel zu jagen. Jetzt du, Sarah. Du kannst dir wünschen, was du nur willst. Na gut. Ich wünsche mir, dass ich mal eine Prinzessin werde. Was für ein doofer Wunsch. Na und? Er geht doch sowieso nicht in Erfüllung. Vielleicht ja doch, Sarah. Das kann man vorher nie wissen. Oh, ich bin dran. Ich wünsche mir, dass ich nicht den ganzen langen Weg zurücklaufen muss. Sieh nur, da kommt Jupiter angefahren. Das ist Onkel Sam. Da muss ein Feuer sein. Schnell, das sehen wir uns an. Au ja. Ganz sicher jemand gegrillt und hinterher das Feuer nicht richtig gelöscht. Ja, scheint mir auch so. Gut, Elvis, Wasser abstellen. Das Feuer ist jetzt unter Kontrolle. Schon passiert. Das ist ja noch mal gut gegangen. Rot sieht man super, es hilft dir in der Not. Denn läuft was gar nicht super, hilft dir ganz schnell rot. Wow, das Lied gefällt mir, Elvis. Eins von dir? Na klar, Sam, das ist ein Sicherheitssong. Rot sieht man super, es hilft dir in der Not. Muss ich euch daran erinnern, dass wir keine Popstars sind, sondern Feuerwehrleute? Oh, und für die gibt es Arbeit. Das schöne Essen. Ist ja noch mal gut gegangen. Au, sei ruhig, Butler. Dieser Hund wollte gerade meinen Hausschuh am Strand verbuddeln. Warum hast du nur zugesagt, dich um ihn zu kümmern? Der Kläffer macht nichts als Ärger. Das stimmt doch nicht. Er ist ein guter Hund. Er vergräbt eben nur mal gerne Sachen, nicht wahr, Butler? Oh nein, Butler! Komm zurück, Butler! Bleib stehen! Butler!
Ruhig. Seit wann habt ihr denn einen Hund? Er gehört meiner Schwester. Es tut mir so schrecklich leid, Helen. Hallo, Gwendolyn. Hallo, Helen. So, vielleicht sollte Butler lieber an die Leine. Ja, er ist mir weggelaufen. Er hat so viel Energie, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Mach doch einen richtig langen Spaziergang mit ihm, damit er müde wird. Gute Idee, Sam. Wir gehen nachher den Stallküstenweg. Ja, das sollte reichen. Und vergiss nicht, dein Handy mitzunehmen, Gwendolyn. Man kann ja nie wissen. Natürlich, Sam. Das mache ich immer. Rot sieht man super, es hilft dir in der Not. Denn läuft was gar nicht super, hilft dir ganz schnell rot. Ja! Ja! Du bist genial, Elvis. Kochst du denn heute nicht, Elvis? Ich war schon fast fertig mit Kochen, aber es gab einen kleinen Unfall auf dem Herd. Nö! Nicht doch, Tiger! Butler! Hoppla! Mit dem Essen habe ich heute wohl kein Glück. Sag ihm, er soll aufhören, James. Nein, mach du das. Wer auch immer, bringt ihn sofort raus, bitte. Ja, Charlie. Butler und ich werden gleich einen schönen langen Spaziergang mit Picknick machen. Sarah, James. Hast du auch auf, Cridlington? So, Schnuffi. Mach eine Rolle. Toll. Fein gemacht. Das ist von einer Hundeschulungswebsite. Ich bin vielleicht ein alter Knochen, aber ich beherrsche die neuesten Tricks, nicht wahr? Oh, können Sie etwa auch so rumrollen? Sehr witzig. So, Mandy, ich habe euch beiden Essenspakete gemacht. Die stehen auf dem Küchentisch. Erinnere auch deinen Vater daran. Mom, wieso sollte ich Dad daran erinnern, wo sein Essen steht? Weil dein Vater so derartig zerstreut ist, dass er fast alles vergisst. Tu ich nicht. Nein, Unsinn. Bis später. Wir wollen den Quellenweg raufgehen, bis zu den hohen Zinnen. Wenn ich bis zum Abendessen nicht zurück bin, schickt einen Suchtrupp los. Und vergiss nicht, den Rasen zu mähen. Mhm. Viel Spaß. Ciao. Das macht einen Riesenspaß, Helen. Bergwandern ist toll. Packst du immer so viel Notfallausrüstung ein? Man sollte doch immer gut vorbereitet sein. Hast du etwa keine Erste-Hilfe-Tasche? Klar, die packe ich doch ganz automatisch ein. Und an was zu essen habe ich auch gedacht. Klasse, das wär's. Ich denke, das ist alles. Na los! Oh! Ach ja, und ich nehme immer ganz automatisch die Stange. Oh, das verstehe ich. Aber ich nehme doch lieber die Treppe. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was vergessen. Bis dann, Sam. Viel Spaß. Elvis? Hey, Sam. Schnuffi soll sich dran erinnern, wie eine Rolle geht. Sich erinnern? Das heißt, Schnuffi kann sich auf Kommando herumrollen? Genau. Schau her und mach Rolle, Schnuffi. Guter Junge, ja. Ein wundervoller Tag für eine Wanderung. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte nach dem Wetterbericht schauen. Den Wetterbericht kann ich dir sagen. Trocken und sonnig. Guck dir doch den Himmel an. In den Bergen kann sich das Wetter manchmal sehr schnell ändern. Ich schaue sonst immer nach, bevor ich losgehe. Wenn wir uns da befinden, wo ich meine, haben wir hinter dem nächsten Hügelkamm eine ganz wunderbare Aussicht. Komm mit, das will ich sehen. Hallo, Norman. Suchst du nach einem Schatz? Ja, aber bisher habe ich nur Treibholz gefunden. Schau, ich habe ein Fossil gefunden. Oh. Das ist ein Ammonit und er ist Millionen Jahre alt. Älter als die Dinosaurier. Cool. Aber ein Dinosaurierknochen wäre auch toll. Es gab hier mal Dinosaurier, ja. An einigen Orten sieht man im Stein sogar ihre Fußabdrücke. Die sehen so aus. Wow, ich mache mich gleich auf die Suche nach Dinosaurierspuren. Hier geblieben, Norman, das geht jetzt nicht. Die Flut kommt gleich und dann sitzt du hier fest.
Halb so schlimm. Hier. Du kannst meinen Ammonit haben, wenn du willst. Wirklich? Danke, Trevor. Gut gemacht, Männer und Frau. Das Feuer ist gelöscht. Aber seht nur da. Keine Sorge, Sir. Das ist nur eine Puppe. Ich rette sie, Sir. Auch Puppen müssen gerettet werden, Quidlington. Und die schnellste Möglichkeit, das zu tun, ist immer noch der Feuerwehrgriff. Sam wird uns jetzt demonstrieren, wie man ihn anwendet. Und denkt daran, ein guter Feuerwehrmann muss stets einen sicheren Stand haben. Ja. Hauptfeuerwehrmann-Stil. Alles in Ordnung, Sir? Au. James, Sarah. Ich habe hier was, das habt ihr garantiert noch nie gesehen. Wirklich? Was denn? Hier, ein Baby-Dinosaurier. Aber das ist doch kein Dinosaurier. Das ist ein Ammonit. Und sowas haben wir schon ganz oft gesehen. Ihr haltet euch wohl für besonders schlau. Dabei habt ihr sicher noch nie einen echten Dinosaurier gesehen. Aber natürlich nicht. Dinosaurier sind doch schon längst ausgestorben. Sind sie nicht. Ich habe vorhin einen am Strand gesehen und ich weiß sogar, wo er wohnt. So ein Quatsch. Den werde ich zeigen. Sie sollten sich lieber ein paar Tage ausruhen, Sir. Das könnte eine Verstauchung sein. Papalapap, jetzt macht mal nicht so ein Theater. Ich bin ganz schnell wieder. Wow, meiner Treu. Vielleicht sollte ich mich doch ein wenig hinlegen. Das ist wahrscheinlich das Beste, Sir. Das sieht super aus. Und jetzt ab an den Strand. Und wie gefällt dir dieses Lied, Sam? Oh, yeah. Oh, oh. Eigentlich habe ich lieber etwas, wo ich auch mitsingen kann, Elvis. Die Bremsen funktionieren jedenfalls gut. Wieso sitzt Woolly denn da mitten auf der Straße? Sie muss durch dieses offene Tor geschlüpft sein. Bei Fuß, Woolly! Sitz! Wenn hier Tiere auf die Straße laufen, wird's auch für Autofahrer gefährlich. Bleib doch stehen, Woolly! Wir bringen Woolly zur Familie Price. Die können sich um sie kümmern. Und Mike Flood muss dieses Tor reparieren. Braves Schaf. Wie hast du das denn geschafft? Das ist ein alter Schäfertrick. Morgen, Mike. Hier ist Sam. Ich habe eine dringende Aufgabe für dich. Das Weidetor am oberen Feld. Ja, das ist kaputt, Mike. Oh, Mom. Wie lange denn noch? Ich weiß, dass du raus zum Spielen möchtest, Norman. Aber erstmal musst du diese schlimme Erkältung auskurieren. Gut. Und jetzt bringe ich dir ein schönes Glas heiße Milch. Na gut, Mom. Hä? Hallo? Hey, das ist Feuerwehrmann Sam und er hat Woolly dabei. Und rein mit dir, Woolly. Keine Sorge, wir passen gut auf Woolly auf. Norman wird sich freuen, dass er Gesellschaft hat. Wenn Mike das Tor repariert hat, kann Woolly zurück aufs Feld. Vielen Dank, Dillis. Aber gern. Oh, knabberst du da an meinem Strohhut, Woolly? Da kommt er ja endlich. Morgen, Kinder, eure Kutsche ist da. Morgen, Mr. Evans. Ich halte den hinteren Sitz. Immer du. Nächster Halt, das Haus von Norman Price. Dürfte nicht lange dauern. Das Tor muss nur geflickt werden. Ah, und hier ist das Werkzeug dafür. Hihi. Dankeschön, ihr seid ein tolles Publikum. Hoppla. Helen, hallo. Ich komme heute wohl ein bisschen später zum Essen. Morgen, Dillis. Wo ist Norman? Oh, der ist noch nicht wieder ganz gesund. Der Arme. Gute Besserung von mir. Du hast vielleicht ein Glück, Norman. Glück? Ich wäre auch viel lieber draußen, als hier drin festzusitzen. Tut mir leid, Woolly. Mom sagt, ich darf heute nicht raus.
Meiner treu, in der Pontipendi-Bucht wurden herumtreibende Kisten gesichtet. Die wurden sicher neulich bei dem Sturm irgendwo von Bord gespült. Ja, wir müssen Charlie Jones warnen. Ansonsten kommt er mit seinem Fischerboot noch in ernste Gefahr. Und ich werde mit Neptun die Küste kontrollieren. Sehr gute Idee, Penny. Aber wo ist Tritlington, Sam? Tja, der wird später kommen. Heute auch? Das ist das dritte Mal die Woche. Und es ist erst Mittwoch. Bestimmt hat er einen guten Grund. Am besten, ich schaue gleich nach, wo Elvis steckt. Solange wir nicht wissen, was in diesen Kisten ist, fahre ich nicht raus. Und ich möchte nicht, dass ihr am Strand spielt, falls da irgendwas Gefährliches angespült wird. Och, Dad, aber das Wetter ist doch so toll. James. Bitte, ich verspreche auch, vorsichtig zu sein. Einverstanden? Ja, Dad? Na gut, James. Ja! Komm schon, Sarah. Dad sagte, es ist in Ordnung. Los, lass uns tolle Sandburgen bauen. Ich will aber heute gar keine tollen Sandburgen bauen oder Krebse suchen. Nachher stolpern wir noch über so eine Kiste. Du bist echt langweilig. James, James, komm zurück. Ich bin nicht langweilig. Kiste zu sehen, Sir. Die Bucht ist frei. Sehr gut. Dann überprüfen Sie den Hafen, Penny. Sofort, Sir. Na, endlich bin ich nicht mehr ganz allein am Strand. Was meinst du, wollen wir was unternehmen? Super Idee! Ja, ich habe wirklich eine super Idee. Ach, Elvis, nicht schon wieder. Elvis, wach auf! Sam, bist du das? Brennt das Haus etwa? Unsinn, du hast nur völlig verschlafen, schon wieder. Oh nein! Das Essen war wieder sehr lecker, Gwendolyn. Danke, Sam. Oh, na wer kommt denn da? Onkel Sam, stell dir nur vor, wir haben heute ganz viele Wettrennen gemacht und ich habe gewonnen. Du hast nur das Hüpfrennen gewonnen, aber ich beim Laufen, beim Hopsen und beim Rückwärtsgehen. Könnt ihr beide nicht mal etwas spielen, ohne dass dabei jemand gewinnen muss? Charlie und ich waren als Kinder immer auf den Naturlehrpfaden. Spuren verfolgen, Fossile suchen, Tiere beobachten. Das hat Spaß gemacht. Ja! Können wir auf einen Naturlehrpfad gehen, Mom? Mandy und Norman könnten vielleicht ja auch mitkommen. Das ist wirklich eine sehr schöne Idee für einen Ausflug. Kommst du auch mit, Sam? Eigentlich gern, aber leider muss ich jetzt zum Dienst. Oh. Aber hört mal, bringt mir doch etwas Schönes mit. Ihr findet sicherlich viel Interessantes unterwegs. Ich bringe dir etwas. Nein, ich. Nein, ich. Schnapp! Aus, Schnuffi! Beruhig dich doch wieder, Junge! Das nächste Mal nicht so laut, Quittington. Entschuldigung, aber ich kann nichts dafür. Ich freue mich immer so, wenn ich mal gewinne. Armer Schnuffi, er ist heute wirklich ziemlich unruhig. Ob er wohl vor irgendwas Angst hat? Sowas. Er braucht Lektionen in Sachen Mut von einem Hundeexperten. Schade, dass wir keinen kennen. Und ob wir einen kennen? Mich? Hm? Komm her, Schnuffi. Komm her. Schnuffi, komm. Was ist denn mit Schnuffi los? Ach, ich weiß auch nicht. Der hat schon den ganzen Tag so komische Anwandlungen. Vielleicht ja ein Wetterumschwung. Auf sowas reagieren Hunde sehr empfindlich. Aber Schnuffi ist mir ein bisschen zu empfindlich. Vielleicht ist er ja einfach nicht mutig genug, um ein Rettungshund zu sein. Sieh dir
nur die Zwillinge an. Jeder will unbedingt das Tollste finden. Hallo! Pass auf, Norman! Nicht, dass du noch in den Brunnen fällst! Das hier würde Sam gefallen. Aber so ein Felsbrocken ist doch völlig uninteressant, Sarah. Außerdem passt das Ding niemals in deinen Rucksack rein. Hey, ich habe einen Dinosaurierzahn gefunden. Ja, so was Tolles findest du niemals, Sarah. Aber das ist doch kein Wettstreit. Das ist doch kein Dinosaurierzahn. Das ist nur ein alter Stein. Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam.